soll ich dich angucken, wie wir das Interview haben? Also, ja, ich glaube so. Ja, ja. Okay. Ja. Ich muss ein bisschen blitzen mit der Sonne, ja? Aber geht? Ja, natürlich geht das. Oder? Ja, ist gut. Ja, sehr schön. Ja, Michael von der Schulenburg. Ich darf Michael sagen. Ja, ja. Wir haben uns schon vor der Veranstaltung eben gerade ein bisschen kennenlernen können. Ja, ja. Und 2,5 Stunden ging die Veranstaltung eben. Organisiert vom BSW Lübeck. Ja. Du kandidierst für das BSW, für die Europawahl. Ja, das ist richtig. Ja. 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 Und ich hoffe auch, dass ich ins Parlament komme. Ja, mit der Hilfe natürlich aller Wähler. Ja, und wie bist du zum BSW gekommen? Naja, ich habe ja immer regelmäßig Artikel geschrieben, die auch international gedruckt werden, ja, eigentlich auf Englisch und dann auf Deutsch. Sarah Wagenknecht hat das eben gesehen und hat gefragt, ob sie es auch auf ihre Webseite setzen kann. Und dann sagte sie, ja, so eine Politik, das möchten wir haben. Und ich kenne mich da natürlich da sehr gut aus. Völkerrecht, wie Kriege laufen und so weiter. Also meine Erfahrung und so. Und so, ich konnte machen. Und dann eines Tages rief sie mich an und hat gesagt, Mensch, wir brauchen da wirklich jemanden, das Team zu verstärken. Friede und Krieg, das sind die wichtigen Themen jetzt für Europa. Und vielleicht können wir ja da was im Parlament machen. Das sehe ich dann auch so. Und ich habe da erstmal Nein gesagt. War um 8 Uhr früh. Ich bin nämlich Frühaufsteher. Ja. Und da bin ich um 9 Uhr ins Bett gegangen. Und da habe ich meine Frau getroffen, die ist immer da auch am Bett. Ja. Und da habe ich gesagt, ich habe da Nein gesagt. Sagt sie, du bist so verrückt. Natürlich machst du das, du schreibst doch die Artikel. Du findest doch die Sarah immer so eine tolle Frau und so weiter. Ja. Also meine Frau hat gesagt, ich soll es machen. Da habe ich angerufen und habe gesagt, ja, das mache ich. Ja, so ist das gekommen. Ja, dann hattest du ja keine andere Wahl. Da hatte ich keine andere Wahl. Ich bin ja verheiratet. Ja. Ja, das ist ganz toll, ich bin ja auch ganz glücklich. Also jetzt, natürlich der Ernst der Sache ist, mich bedrückt dieser Krieg enorm. Ich glaube, es ist gar nicht in der allgemeinen Bevölkerung bewusst, in welcher gefährlichen Situation wir uns befinden mit dem Ukraine-Krieg. Und wir sind auch gar nicht bewusst, dass wir fast alle Kriege in der Welt, die sind um Europa herum. Um Europa herum. Wir sitzen so in der Mitte drin und wir haben im Grunde gar kein Konzept. Und ich denke, wir können was machen. Und die zentrale Frage, die sich für mich stellt, bei Kriegen gehen ja nicht, die sind zwar unmoralisch, aber sie gehen nicht um Moral, die gehen um Interessen. Und ich kann einfach nicht verstehen, was das europäische Interesse an diesem Krieg sein sollte. Auch an diesem Krieg zu vertiefen, wie wir das jetzt machen. Was ist denn unser Interesse? Wir können doch kein Interesse daran haben. Jetzt hast du gesagt, zu diesem, wo wir eben waren, wird noch ein weiterer Kontinent Krieg gibt. Wir können doch kein Interesse haben an den Sanktionen, wir können doch kein Interesse daran haben, dass wir unsere Energiebasen, dass wir keine billige Energie mehr einkaufen können. Wir können auch Interesse haben, dass wir nicht mehr handeln können mit China und solchen Sachen. Das ist eine völlig irrationale Politik. Und ich denke doch, dass der Mensch letztlich rational ist und dass diese Politik nicht halten wird. Und dass man im Europäischen Parlament auch mit anderen Parteien reden kann, also auch mit konservativen Parteien und solchen Sachen, zu sagen, Mensch Leute, wir müssen da irgendwas finden, wie wir aus diesem Krieg rauskommen. Der ist nicht in unserem Interesse. Ich würde heute sogar sagen, dass wir in einer Situation uns befinden, in der Europa ein größeres Interesse an einem Frieden in der Ukraine haben müsste, als heute Russland. Ja. Du meinst also, dass du im Europaparlament mit den richtigen Kräften bzw. mit den richtigen Mehrheiten da was verändern könntest in Richtung Frieden? Naja, das ist die Hoffnung. Nicht? Ich meine, ob ich das kann, das wird sich herausstellen. Es wird enorme Widerstände dagegen. Nicht? Aber ich denke schon, dass wir letztlich rationales Denken, Vernunft heißt es ja in der Partei von Sarah, durchsetzen wird. Wenn wir das nicht haben, dann hat man keine Hoffnung. Aber ich habe ja nun sehr viele Kriege erlebt, fast mein ganzes berufliches Leben. Irgendwo sind die immer geendet, irgendwo, dass jemand die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, es ist wirklich genug. Kriege bringen ja keinen Frieden, das wissen wir, bringen keinen Fortschritt, bringen keine Wirtschaft nie vor. So, es ist einfach keine Demokratie, keine Rechtsstaatlichkeit. Also irgendwie müssen wir das anders machen. Und zu dieser Überzeugung müssen auch die Europäer kommen. Viel wird davon abhängen, ob man in Europa, also jetzt auch bei dieser Wahl, Menschen sich entscheiden, für Frieden zu wählen.
glaube, wer für Frieden wählen muss, der muss die Stimme Sarah. Das ist die einzige Seite, die wirklich ganz konsequent für Frieden ist, ganz konsequent ist, dass Waffen nicht mehr geliefert werden, ganz konsequent, dass wir es verhandeln müssen, ganz konsequent, dass wir eine gesamteuropäische Friedensstruktur wieder errichten müssen, wie es in der Charta von Paris vorgeschrieben ist. Da gibt es keine andere Partei. Und ich glaube, das habe ich mich dem eben auch angeschlossen, weil das genau meinen Berufserfahrung entspricht, meinen Überzeugungen entspricht und so weiter. Und da wäre ich sehr loyal und all meine Kraft dafür einsetzen. Meine Frau hat gesagt, wir gehen auch richtig nach Brüssel. Wir werden also keine Abgeordneten sein, der noch schnell irgendwas unterschreibt, um die 300 Euro zu bekommen und dann ins Flugzeug steigt. Das will ich nicht sein. Okay. Also Herr Sonnefeld wird bei mir kein Vergnügen haben, obwohl ich ganz lustig finde. Ich hoffe, treffe ihn auch. Also ihr habt da schon Ausschau gehalten nach einer Wohnung oder nach einem Haus? Nee, das natürlich nicht. Nee, das nicht. Aber wir haben beide gesagt, wenn ich das annehme, ich bin ja nur nicht der Jüngste, dann mache ich das ernst. Und ich glaube, dass ich auch das Team dadurch verstärken kann. Ich bin ein Teil davon, weil ich diese Erfahrung habe, Verhandlungen, die laufen, die Logik des Krieges und so weiter. Ich habe ja unheimlich viel dazu geschrieben, auch zu anderen Kriegen und wie das Völkerrecht funktioniert und was die UNO-Charta darstellt und so weiter. Also das sind alles Beiträge, die ich, glaube ich, machen kann, um das Ganze auch professioneller zu machen und auch attraktiver zu machen für vielleicht Abgeordnete, die zu Parteien gehören, die das noch nicht so sehen. Also rüber, wir müssen auch nicht der Europa. Das ist ein Krieg im europäischen Boden. Da ist für das nicht anderen Ländern überlassen. Wir müssen das machen. Du hast gerade von dir gesprochen, also hier im Bündnis Sarah Wagenknecht, die dann ins Europaparlament einziehen würdest. Ich glaube, du bist Listenplatz Nummer 3. Ja. Genau, und was rechnest du denn etwa? Wie viele Leute, wie viele Stimmen könntet ihr kriegen? Wie sind die Prognosen und wer würde noch mit einziehen? Wer ist wir? Wir, ich fühle mich natürlich Teil der... Ich meine an Personen. Ich glaube, Michael Lübers ist auch noch mit auf der Liste. Der ist hier noch bekannt. Ja. Ist Fabio De Masi auch auf der... Ja, der ist ja die Nummer 1. Der ist die Nummer 1. Nummer 2 ist der Thomas und so weiter. Das ist ein wunderbares Team. Also soweit ich sie kenne, ich kenne ja alle gar nicht so richtig. Ja. Wie viel wir da reinkriegen, das weiß ich nicht. Ich bin da kein Experte in den... Ja. Und ich habe großes Misstrauen der Wahlprognosen gegenüber. Die waren ja mal falsch. Und ich denke auch, dass oft ich will oft zweifeln an der Objektivität vieler Wahlprognosen. Also ich habe da Erfahrungen in anderen Ländern, wo die dann mal so die Siege voraussagen. Also wir müssen einfach abwarten. Ich bin am 9. in Berlin. Und ich hoffe, dass wir keine Träne vergießen, sondern ganz froh sind. Und je mehr Stimmen wir bekommen, desto stärker könnte auch unsere Rolle im Parlament sein. Natürlich werden wir eine kleine Partei bleiben. Aber doch, wir werden vielleicht die Partei sein, die am stärksten gewachsen ist. Von 0 auf hoffentlich mehrere Prozente. Und damit auch eine Richtungswahl darstellt für Frieden. In anderen Ländern, wo ich lebe, also in Österreich und in den Niederlanden, gibt es das eben nicht. Und da gehen leider die Wahlen alle, die für Frieden sind, in die rechten Parteien. Schaut auf diese Wahl und sieht auch das BSW als Hoffnungsschimmer. Du bist ja auch schon längere Zeit in der Friedensbewegung in Deutschland präsent. Zuletzt auch in Berlin auf der großen Friedensdemo geredet. Eigentlich komme ich aus, würde ich sagen, also wenn ich in Deutschland zurückgekommen bin, habe ich mich auf die Friedensseite gesetzt. Einfach auch mit meinem Beruf her. Ich trinke mich ja letztlich, was du da im Leben gemacht hast. Und jetzt ist das Problem mit dem eingefallen. Ja, ich komme aus der Friedensbewegung. Ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr zerstreichen. Es gibt natürlich keinen. Ich glaube, wir müssen alle einsehen. Das sind die wichtigen Themen, das wichtigste Thema in unserer Wahl. Und da müssen manche andere Sachen ein bisschen zur Seite geschoben werden. Das müssen wir erstmal machen. Dir wird das EU-Parlament wichtig sein. Du wirst der Meinung sein, dass du auch dort Wirkmacht haben wirst. Beziehungsweise, wenn sich dann die richtigen Kräfte oder die richtigen Bündnisse dann finden.
Es wird ja aber auch immer gesagt, dass das EU-Parlament gerade hinsichtlich der Konstellation mit dem EU-Rat und der Kommission gar nicht so viele Beschlüsse fällen können, da oft übergangen werden. Wie schätzt du diese Situation ein? Das ist natürlich richtig. Ich meine, das EU-Parlament ist enorm beschnitten in seiner Macht, aber es ist immerhin das einzige demokratisch gewählte Institution der Europäischen Union, die ja Milliarden ausgibt. Wir sind ja die einzigen demokratisch gewählt. Also das würde dem Parlament schon eine gewisse Glaubwürdigkeit geben, auch wenn wir vielleicht formal das Recht nicht hätten, auf bestimmte Sachen zu wählen. Wenn im EU-Parlament eine Diskussion anfängt, wie man Frieden machen kann, das wird vielleicht nicht gerade meine Vorschläge sein, andere Vorschläge sein, dann würde das natürlich einen Impact haben. Einen Impact auch in die einzelnen Länder hinein, einen Impact zur Kommission hinein. Sicherlich werden wir das letztlich nicht entscheiden können. Aber dadurch, dass wir die demokratisch legitimierte Institution in diesem Riesengebilde von der Europäischen Union sind, können wir auch eine Stimme erheben, auch wenn die sagen, das steht auch nicht in den Statuten. Frieden besteht immer in Statuten. Kann mir keiner erzählen, dass wir nicht für Frieden zuständig sind. Also wenn man die Menschen vertritt, das tut man ja als Abgeordneter in einem Parlament, dann muss immer Frieden, ist eben das höchste Gut. Nicht? Wie im Majestätischen Frieden sagen sie, Pax Ultima Rerum, Frieden ist das höchste Gut. Und das gilt auch heute noch. Deswegen wollen wir ein Parlament haben, das sich um Frieden kümmert. Und natürlich viele andere Dinge auch, aber erstmal Frieden. Man merkt deine Herangehensweise als Diplomat, also deine Vorgehensweise, dein Denken, wie man im EU-Parlament vorankommen kann, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt jede Beschlusslage mit beschließt. Es wird viel über das Völkerrecht geredet. Dieser Begriff, der wird fast schon inflationär behandelt, wird mal so ausgelegt, mal so ausgelegt. Wir haben auch während der Veranstaltung, hattest du ja auch schon erwähnt, eben die Welt, die von dieser Unipolarität sich zur Multipolarität entwandelt. Da stelle ich mir die Frage, was muss denn in dem internationalen Recht, oder sprich bei den Vereinten Nationen, was muss sich ändern, damit das internationale Recht tatsächlich mal solche Kraft hat, solche Wirkmacht hat, um auch wirklich international Beschlüsse zu tätigen, die wirklich einen demokratischen Charakter haben, wo alle Länder der Welt ihr Mitspracherecht haben und nicht nachher doch wieder einzelne Länder ihre Alleingänge machen, sich aus diesem Recht rausnehmen. Was muss da passieren? Wie müsste man das umgestalten? Also erstmal zum Völkerrecht. Also der Kern des Völkerrechts ist die UNO-Charta. Seit 1945 die UNO-Charta in kurz zusammengefasst bedeutet nie wieder Krieg und Menschlichkeit. Und darauf haben sich alle 193 Staaten geeinigt, die es heute auf der Welt gibt. Also das ist das einzige wirkliche Recht und nicht, was wir da irgendwie so sagen, die regelbasierte Ordnung. Die UNO-Charta, das ist, was jeder unterschrieben hat. Das Problem mit der UNO-Charta, dass sie ausgehebelt worden ist, dadurch, dass sich ein Staat, also die Vereinigten Staaten, erklärt hat, dass sie der Hegemon, die Weltpolizist ist und dass sie damit auch die Regeln setzen. Und das ist natürlich jetzt schiefgelaufen. Es hat ein fürchterliches Blutvergießen deswegen gegeben. Und ich denke doch auch mit dem Ukraine-Krieg wird sich die Frage stellen, auch im EU-Parlament, dass wir wieder zurückkommen zur UNO-Charta. Das Interessante ist, dass China und Brasilien gerade einen Friedensvorschlag gemacht hat, wo der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte darin ist, eine Rückkehr zur UNO-Charta. Die UNO-Charta wird immer freiwillig sein. Man kann kein internationales Recht so, man kann es nur dann durchsetzen, wenn alle daran glauben. Aber wissen Sie, wir sind ja heute schon in einer Welt, die unipolare Welt gibt es doch gar nicht mehr. Es gibt doch nur noch die Vorstellung bestimmter Kriegstreiber hier auch in unserer Politik. Die gibt es doch gar nicht mehr. Nicht? Also unsere Verbündeten das Völkerrecht aufrechtzuerhalten, also die UNO-Charta, werden eben die BRICS-Länder sein, die sind für Frieden. Der Süden wird das da sein, die wollen die UNO-Charta. Das ist doch, und ich denke, hoffe doch auch die Vereinigten Staaten, ich will doch nicht eins vergessen. 45, als die UNO-Charta verabschiedet wurde, auch die allgemeinen Menschenrechte, waren es doch die Amerikaner, die entscheidende Kraft dafür waren. Das ist doch ein Geschenk an die Menschheit, wie sie uns damals gegeben haben. Und ich bin mir sicher, dass die Amerikaner genauso friedliebend sind wie alle anderen und letztlich sich daran erinnern, dass sie doch das Geschenk der Menschheit
nicht zerstören sollen, sondern sich vielleicht ein bisschen umorientieren und wieder zurück zu einem Völkerrecht kommen, von dem Sie, alle anderen Länder profitieren und dass wir wieder Frieden in der Welt haben. Ja, das ist, ja? Doch, das ist doch was. Ein schönes Schlusswort. Ja, auch. Wir brauchen auch die Amerikaner. Wir sollten nicht nur anti-amerikanisch sein. Wir dürfen nicht vergessen, sie haben uns die Charter mal geschenkt. Ja. Und diese Charter sollen wir aufrechterhalten. Und da müssen wir an die Amerikaner appellieren, dass sie das nicht zerstören, was sie uns einmal geschenkt haben. Alles Gute. Ja, und alle für den Frieden sind. Vielen Dank, dass ihr dafür seid. Ja, okay. Tschüss. Okay, danke. Ciao.